Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ja, den Hinterwäldler. Du hast so lange gewartet, dass ich dachte, ich dachte erstmal, es kommt auch was von dir, aber dann kam nichts von dir und dann dachte ich, okay, kommt was von uns beiden. Ja. Scheiße. Verdammt. Und ich habe einen Zahnstocher in meiner Tastatur. Das stört mich ein bisschen. Warum hast du. Oh, fuck. Keine Ahnung. Er ist bei mir. Aber er sieht mich nicht. Ja. Ja, in der letzten Runde habe ich diesen Killer ja auch gespielt. Das werdet ihr dann schon sehen. Und das war so cool. Ist er bei dir? Was war das? Ja, der ist ganz komisch. Ich bin einfach an ihm vorbeigelaufen. Vielleicht hat er dich nicht gesehen. Ach, wer weiß. Ich muss übrigens ein tägliches Ritual erfüllen. Ich muss die Leute vom Haken holen. Hä? Wo ist der? Ach, der läuft hier hinterher. Gut, dann ist Deko der Erste, der hängt. Nein! Der Deko ist der Erste, der hängt! Was? Oh nein! Ach, das war jetzt... Was macht er denn jetzt? Wie cool. Gut, Deko, ich hole dich runter. Ich brauche das. Scheiße, nimm. Ich muss nur 3 Leute runterholen. Ja, genau, deswegen habe ich das gemacht. Ja, danke! Ich hab einfach noch nicht in diesem Spiel gemacht, außer... So, bitte. Also mich stört jetzt auch ein bisschen dieser Zahnstocher in meiner Tastatur. Ja, dann musst du ihn, glaube ich, rausnehmen. Ich bin mir nicht sicher, aber... Warum fährt er gegen eine Wand? Das hat ein bisschen gestört beim Spielen, so. Ich konnte die Taste D nicht drücken. Deko. Ja? Borrow time. Also, benutzt du jetzt, oder was? Ja. Ausgewichen! Oh. Oh fuck, er läuft hinterher, das ist unnötig. Naja, das ist aber... Aber der ist nicht so gut. Das, nee. Er läuft mir hinterher, Geh weg, Deko, nein, nicht. Geh weg, lauf weg. Hallo. Warte mal kurz. Hallo, lauf doch zu mir. Ach, nö. Was? Oh, pass auf. Nee. Ach, fuck. Ach, Mann, ich bin heute nicht so fit. Oh, scheiße, das wird ja heute was, ne? Ja, auf jeden Fall. Ach, Mann. Ich muss erstmal wieder ein bisschen rumkommen, wa? Oh, scheiße. Kommt der zurück? Ich grabe zur Palette am besten. Ja. Schaffst du's? Nee, schaff ich. Oder ja, vielleicht, nein. Ja, nein. Nein, schaffst du nicht. Fuck. Hast du eine Taschenlampe? Ich würde dir ja gerne mal eine geben, aber. Hab ich nicht. So, ich probiere jetzt was. Was denn? Okay, war vielleicht nicht so gut. Naja, sah aber gut aus. Oh, jemand holt dich? Dann nicht. Deko, ich muss dich holen. Dann nicht. Was ist mit dem? Ja, wenn die alle so rumlaufen, wa? Ist halt scheiße. Oh, jetzt sind alle hier. Oh, nee! Toll. Das ist doof. Jetzt hebt ihr doch wenigstens auf. Gib mir doch eine Chance, Mann. Ach, Kacke. Fuck! Wow. Mann, jetzt hebt die doch wenigstens auf. Gib mir eine Chance. Dankeschön. Ja. Der ist wirklich nicht so... Ja, aber was soll ich denn jetzt? Ich bin jetzt verletzt und kann jetzt nicht machen. Der läuft mir, glaube ich, hinterher, oder? Nein, der kommt zu uns. Jetzt, ich glaube, die führen, dass er mir hinterherläuft. Nein. Puh. Der ist wirklich nicht so. Ach, easy, Mann. Easy! Das war doch Teamplay jetzt. Ich hatte keine Angst gehabt, so dass ich sterbe. Also, ich finde, Leute, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Das war doch jetzt echt nicht schlecht von uns. Also, ich glaube, ich kann dich ganz schnell heilen. Ich habe botanisches Wissen mit. Cool. So, das reicht jetzt. Also mehr muss ich jetzt nicht hängen. Findest du? Ja. Also, aber wenn wir hier oben sind, wird es schwierig sein zu entkommen, ne? Egal. Komm, dann nehme ich den. Also, gut. Aber wir kriegen das schon hin. Nee, ich meine ja nur für dich. Oh Gott. Ich geh weg. Ja. Ich lass dann. Nee, der kommt ja gar nicht hoch. Der jagt da irgendjemand, ja. Ja? Ja, gut, das ist natürlich ganz praktisch. Nicht verkacken, Deko, nicht verkacken. Warum sagst du mir das denn jetzt? Ich bin unter Druck. Oh, Mann, ja, ich geh jetzt. Ja, geh lieber. Stimmt schon. Du gehst doch nicht.
Nö, oder? Mann, ich weiß es auch nicht. Das ist immer so komisch hier. Ja. Ah, jetzt ist er, glaube ich, weg. Ja. So, naja, easy. Wird jetzt schon. Oh, oh, ja, ja, nice. Totem. Mann. Geh nach rechts, Deko. Weil er kommt von links, er kommt von links. Ach, das siehst du ja. Was macht sie? Was macht sie? Er schlägt irgendwo gegen. Oh, Deko, pass auf. Kommt nach oben. Ja. Oh, oh. Fuck, hier ist keine Palette mehr. Hier war noch eine. Warte. Der ist wirklich nicht so gut. Vielleicht ist er einfach besser. Also mich hat er schon prima gekriegt. So, er hat mich verloren. Du hast mich verloren. Du hast mich verloren. Ah, Deko, jetzt bist du da unten. Ja. Hast du Bindung bei oder was? Nee, ich habe dich jetzt gerade gesehen. Pass auf, Deko! Hä? Achso, ich dachte, ich hätte... Machst du mir Angst? Entschuldigung, ich dachte, er hätte dich gesehen. Boah, jetzt guckt mich noch mehr um als sonst, ne? So, kann er mal weggehen? Ja, wo ist denn hier so ein... Ach, ich renne hier nur nach links und rechts, ne? Ich suche die ganze Zeit... Ah, da. Wow. So, ich mache eine Kiste auf. Ja, eine Kiste. Ach, du bist... Ach, bist du hier in der Nähe? Ich war. Hm? Okay. Ich bin nach links und rechts gelaufen. Wir machen jetzt gerade einen Generator. Zu dritt? Nee, zu zweit. Wo denn? Hier beim Hügel. Hügel. Du musst einfach rausgucken. Hügel. Da siehst du so ein. Oder? Ist das? Also neben den Häuschen hier. Neben dem großen Haus? Ja. Aber ist gleich fertig. Da bin ich blind. Ah, da hinten! Ja, ich seh's. Aber es ist gleich fertig. Geh mal zum Ausgang. Okay. Ich geh zum gegenüberliegenden Ausgang. Ja, also. Und wo kommt er? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich da, wo. Ich schätze ihn so ein, dass er dahin geht, wo der Generator gemacht wurde. Ich mach das Tor auf der anderen Seite auf. Das andere Tor ist direkt gegenüber. Auf der anderen Seite. Oh. Aber wir wissen nicht, ob er Nöte hat, ne? Kriegen wir erst mit, wenn er hier schlagen. Genau. So, das Tor ist auf. Hallo, Dekolein. Das interessiert mich. Ah, die anderen gehen schon raus. Okay, dann können die raus. Fuck! Oh. Fuck! Oh, fuck! Nein! Scheiße! Ich hab den gar nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Ach. Hä? Geh zum Ausgang, Deko. Nee, ich geh zur Palette. Ja, oder so. Geh zur Palette, genau. Nein, der hält mich auf. Warte. Nein, Scheiße. Objekte mal rausgegangen. Nein. Scheiße, ist hier der Keller. Manu, ja. Das ist unnötig. Nein. Der hat mich. Ich bin tot. Du bist jetzt tot? Ah ja, Scheiße, du darfst nicht mehr hängen. Und Scheiße. Ja, das ist natürlich unnötig. Ja, das war jetzt ein bisschen... Oh, wie traurig eigentlich. Ja, schon. Scheiße. Ich habe aber überhaupt nicht... Ich konnte nicht sehen, wo er... Ich auch nicht, Mann. Der war da noch hinten gewesen und... Ach, Mann. Die können das nächste Mal einfach rausgehen. Ja. Aber sonst, finde ich, war das eine gute Runde von uns beiden. Ja, von mir. Ja, von mir war das super. Also. Doch, ich fand es so. Ja. Komm, wie viele Spielstunden hat der? 226. Ja, also ich fand es blendend, was ich gemacht habe. Also dafür, dass er gecampt hat, finde ich, haben wir es gut gemacht. Killer Monkey. Ach, Okay. Warte mal. Der Walter. Aus Schweden. So, würde ich sagen, starten wir doch mal direkt in die nächste Runde. Wenn du mich einlädst, können wir das gerne machen. Lädst du mich ein? Nein, nee, Spaß, ich lade dich ein. Ich lade dich ein, bitteschön. Ich bin zu faul.
Heute ist Sonntag, heute darf ich. Sonntag. Nee, wie geht jetzt immer wieder Sonntag. Es kommt die Erinnerung. Stimmt. Okay, zwei muss ich noch vom Haken hängen. Warum komme ich denn nicht rein hierzu? Hä? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Gemein. Ich suche nach einem. Jetzt, oder? Du bist bei mir noch nicht drin. Okay, ich komme. So. Jetzt aber. Ich muss noch zwei Leute abhängen. Also hat meine Taschenlampe richtig was gebracht, die ich bei hatte? Ich hab damit nichts gemacht. Ja gut, du hättest sie behalten können, wärst du rausgegangen, ne? Ja, ich wollte ja, aber ich dachte, der kriegt mich auch nicht mehr. Der ist ja schon irgendwie süß. Ja, ich wusste ja nicht, wo er ist, ey. Der hat mich total. Und dann warst du eben halt mir im Weg und. Achso, da war ich ja auch nur im Weg, natürlich. Ja, du bist ja vorgerannt, einfach voller Panik. Voller Panik. Ja, ich war total in Panik. Ja, ich wollte zur Palette. Okay. Ja, ich wollte ja auch dahin. Deswegen hast du mir den Weg verstört. Ah, der hat die Tracer. Hier. Overwatch. Der spielt Overwatch anscheinend hier, der Lost Salvation. Ah. Ja. Ja. Ich hab's mal kurz gespielt. Wo das mal mein freies Wochenende gab. Fand ich eigentlich ganz witzig, Overwatch ist mega geil. Bevor ich mit Dead by Daylight angefangen habe, ich habe das so gesuchtet. Gott, erstmal, ich habe League of Legends gespielt, erstmal ganz viel mit meinen Freunden. Dann kam Overwatch raus und dachten wir so, okay, probieren wir es mal. Und es hat uns allen so gut gefallen, dass wir das wirklich die ganze Zeit gespielt haben. Zwischendurch manchmal so, League of Legends, aber nur selten. So, und ich habe ja währenddessen immer so bei YouTubern Dead by Daylight mir angeschaut. Und habe halt immer die Jungs gefragt, so, ja, hey, habt ihr mal Bock auf Dead by Daylight zu spielen? Und die hatten nie Bock auf dieses Spiel. Und alleine wollte ich... Die sind nicht so Horror. Also ich habe einen, der hat das jetzt schon mal mit mir gespielt, aber der mag dann andere Spiele doch ein bisschen mehr. Hm. Wie zum Beispiel League of Legends. Path of Exile, da spielen die auch manchmal. Was war denn das gewesen? Das ist was Ähnliches. Ach, ist auch so ein. Ist sowas Ähnliches wie Diablo. Diablo, Entschuldigung. Diablo. Naja. Und ja, genau. Und ich habe mich nicht die ganze Zeit. Ich habe mich nicht getraut, was heißt getraut, aber ich wollte das Spiel nicht kaufen, weil ich damit dann alleine gespielt hätte. Und dann gab es irgendwann ein Wochenende, wo du das Spiel testen konntest und es hat mir so unfassbar gut gefallen, dass mir das scheißegal war, ob ich es alleine spiele oder nicht. Wobei nach einer Zeit lang, das hat man schon gemerkt, so wenn man mit Leuten reden kann, das ist schon geiler, ne? Es ist einfach so. Ja. Wie ist denn eigentlich von dem Mädchen kennengelernt hast, ab 4 Stunden? Das ging, glaube ich, ziemlich zügig, meine ich. Ja? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube schon. So, ich bin oben im Haus. Ich bin nicht im Haus. Die Dinge. Das sehe ich, Deko. Also wobei, du hättest ja auch im Erdgeschoss sein können, ja? Also ich habe auch LOL gespielt, aber Overwatch, weiß ich nicht, hatte ich nie so richtig Geld dafür. Hm. Wollte ich auch nicht ausgeben so und jetzt spiel ich den billigen Abklatsch. Wie heißt das? Paladins? Habe ich noch nie gespielt, ja, aber ich weiß, was du meinst. Ist halt so der Abklatsch, so ein freies... jo, hi, na... Okay. Aha. Muss ich mir mal anschauen. Ich habe mir, ja, ich glaube, die Jungs haben es mal erzählt, aber so kenne ich das jetzt nicht. Ja, ist halt, denk mal, wie. Overwatch ist halt einfach scheiße teuer, ne? Ja, es kostet Geld, so, das ist ja das Problem. Ich habe damals 50 Euro dafür bezahlt. 50 meine ich, fast 50, 49 oder so. Das ist schon viel, ja. Das stimmt schon. Ja, muss man sich dann überlegen, wie viele Freunde man hat, ob die spielen. So, und gerade eben hatte keine. Und ja, aber jetzt aus mich. Wir können das gerne auch zusammen. Ich habe auch mal ein Video aufgenommen, ich glaube, ganz am Anfang. Aber alleine so macht das dann nicht so viel Spaß. Ich bin auch da, wie bei League of Legends, auch dort bin ich immer Supporter. Oh, hör mal, wir ziehen das durch hier gerade. Ich habe immer keine Ahnung, in welche Rolle ich schlüpfen soll, so bei so einem Spiel. Oh. Fuck, pass auf. War der oben? Nee, der ist jetzt hier. Der geht nach links, komm. Hä? Folg mir einfach. Ich hab alles unter Kontrolle. Nee, du folgst mir nicht. Warum auch? Ich komm noch hinterher. Sieh ja deine komische Jacke da. Ja, pass auf, jetzt kommt der auch. Jetzt kommt der, natürlich kommt er uns jetzt hinterher. Und hinterher. Oh. Scheiße. Ja. Ich mal weiter. Ich auch. Und ich hätte doch auf Toilette gehen sollen.
Immer wieder okay. So entdeckt. Kommt die Erinnerung. Jetzt habe ich einen Ohr in die ganze Zeit, ey. Entschuldigung. So, ich mache jetzt hier einen Generator weiter. Boah, das ging jetzt aber wirklich zügig. Und keiner hing noch, das ist kacke. Das ist irgendwie immer bei Meyers. Irgendwie kennen, dass es relativ schnell geht, ne? Scheiße, weg da. Oh, oh Gott. Mann, der rennt die ganze Zeit vor die Decke so mit. Ja. Okay. Joa. Na, schöne glückliche Person, ne? Ja. Oh. Och, nö. Tschüss. Oh, oh. Bye, bye. Ich geh. Nee, da habe ich gar keine Lust drauf. Ich will ja nicht aufgehangen werden. Ich möchte abhängen, bitte. Oh. Ich glaube, sie hat, wir schaffen das. Warte, war der Generator nicht gleich fertig gewesen? Nee, nee. Achso. Kommst du wieder, oder? Ja, die Claudette, wir haben ja Generator fast fertig gemacht, aber die Claudette sagt, ich soll mit ihr erstmal wiederkommen. Ja, ich will machen. Also so, der macht der gut, der rennt die ganze Zeit vor denen weg, ne? Ja. So, der eine Generator da hinten ist fertig. Wir machen jetzt hier gerade, wo der Meyers auch ist, den anderen Generator. Fuck. Na, ich mach hier an den Holzstämmen hier. Was tut der? Ey, der Meyers läuft auch wirklich konstant ihm hinterher. Ich muss doch noch jemanden aufhängen. Und Claudette und ich gehen wieder hier dran. Okay. Ich glaube, Claudette und ich werden ganz dicke Freunde. Och, Manu. Oh, jetzt. Der läuft hier seine Runden, ne? Ja, ja, krass. Boah, ich glaube, der wird ihn so campen. Aber egal, wir haben Borrow Time. Okay. Und jetzt schnell zum anderen Generator. Nee, ich bin das fertig. Ja, wir sind schneller. Nee, glaube ich nicht. Scheiße. Das war knapp. Wo ist denn der jetzt? Ich sehe den nicht. Gehst du das Tor aufmachen, wo du bist? Nein. Nein, bist dann gehe ich das Tor aufmachen. Doch, mache ich. Ich bin schneller. Nein. Fuck, du bist schneller. Nein. Doch. Nein. Scheiße. Boah. So eine Kacke. Ich glaube, wir müssen danach noch eine Runde spielen. Nee, musst du nicht ein Tor aufmachen? Fuck, ja, okay, Claudette geht jetzt ein Tor aufmachen. Musst du nicht ein Tor aufmachen? Nee, ich muss sie abhängen. Ha, siehste. Warte, nein, hör auf. Ja, okay. Hol ihn jetzt. Ja, warte mal, ich hol ihn. Ich weiß nur nicht halt. Ja, wir sollten irgendwann schnell mal machen, weil der hat nicht mehr so viel Blut, ne? So, ja, Borrow Time. Los. Lauf, Junge. Ja, hier sind aber auch einfach keine Paletten mehr, ne? Ja, aber. Egal, ich habe ihn gerettet. Ich muss sie alle hoch vom Haken holen, Mensch. Dicko, pass auf! Nein, ich schaffe das nicht. Der hat Eisen an Griff drin. Oh Mann, warte, ich komme gleich wieder. Oh, ja, ja. Pass auf. Folgt ihr mir? Nee, der campt mich ja. Der ist so ein Facecamper. Mann, kann doch mal klappen. Ich glaube, ich habe ihn sogar geblendet, aber. Ist halt nicht runtergefallen, ne? Ja, passiert. Das Ding ist, muss aufpassen. Ich glaube, der braucht nicht mehr lange, dann ist er auf Diabolik 3. Ja. Was soll ich denn machen jetzt, ne? Ich kassiere da jetzt nicht hin. Mann, geh doch mal weg! Mann, geh doch weg, Junge! Ja, der lässt sich jetzt stalken. Das ist natürlich. Das ist natürlich jetzt nicht so praktisch. Ja, toll. Du bist ein. Richtig geiler Hengst, bisse. Ja, dann warten wir erstmal, ne? Ja. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mit ihm. Ja, gut, ne? Pass auf, dass bei dir keine Raben kommen, ne? Ich will ja ein kleines Spiel spielen. So, pass auf, ich befreie mich jetzt. Nein. Oh. Klasse. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt da. Oh, ne, pass auf. Er ist noch immer auf Diabolik 3, ne? Super. Also, ich finde, das hat er richtig gut gemacht. Komm doch bitte runter.
Vor allem, die sollen jetzt mal bitte weggehen. Nicht, dass sie sich gleich, dass sie gleich wieder gestalkt werden. Oh mein Gott, Deko, ich liebe dich! Schaffst du's? Ja, ich muss zurück, Deko. Ich muss mich heilen. Alles gut, geh raus. Ich kann nicht. Fuck. Oh mein Gott, Deko, da hatte ich nicht gesehen. Egal, wir schaffen das jetzt zusammen. Ich schaffe. Ja, okay. Okay, ja, komm. So, oh. Meine Güte. Oh Gott, also ich dachte jetzt ganz kurz, ich sterbe jetzt. Oh. Weil, aber vielleicht hat er das ja auch extra gemacht. Ja, wer weiß. Boah, Deko, wie du da sneaky von hinten ankamst, Was soll ich machen, Alter? Wie krass. Oh, ja, der wird direkt machen. Ich lass mich gerade hier hängen, ey. Oh. Boah, der Killer ist echt sauer gewesen, glaube ich, auf den einen Typen. Ja, meinte dem dann noch Survivors Friends, so SFW. Nee, SWF. Ah. Boah. Krass. Ja, der hat jetzt gerade die Russen. Also an euch Russen, ihr seid toll. Der hat jetzt gerade hier angefangen, die Russen zu beleidigen. Ja, ich glaube, der war einfach sauer. Der war einfach sauer, weil der Typ, ich glaube, das war der Hunter. War das der Hunter, dem er die ganze Zeit gefolgt ist? Ich meine schon. Nicht bekommen hat. Nee. Lost Salvation, okay. Dann weiß ich auch nicht. Aber ich fand, das war eine schöne Runde. War ein bisschen spannend, aber war echt gut. So, zum Ende war ganz gut, ja. Aber ich habe doch jetzt einen runtergeholt, ne? Weiß ich nicht. Doch, habe ich. Doch. Da wart ihr beide am Ausgang. Die eine. Ach ja, stimmt. Genau, und dann habe ich ihn runtergeholt und das wurde mir jetzt nicht angerechnet. Warum wurde mir das jetzt. Upsala. Na, vielleicht kommt später. Okay, dann machen wir jetzt noch eine Runde. Dann passt das alles. Also, die Runden fand ich jetzt cool. Doch, die haben echt Spaß gemacht. Na gut, dass ich da noch reingekommen bin. Ja. Wann kriegt man Punkte? Tapferkeitskategorie ist doch. Wie kriegst du diese Tapferkeitskategorie-Punkte? Ich glaube, Totems machen, vom Killer jagen, glaube ich. Okay, oder eben halt. So eben halt. Nee, Zielkategorie ist doch, wenn man vom Killer gejagt wird, oder? Nee. Nicht? Was ist Zielkategorie, denn? Zielkategorie sind Generatoren und eben halt Ausgänge öffnen. Ah ja, stimmt. Entschuldigung. Und Selbstlosigkeitskategorie? Das doch hier runterholen, ja. Heilen und so, ne? Genau. Gut, das nehme ich mit. Na, bin ich mal gespannt. Ja, boah, ich auch. Das war jetzt so, boah. Krass. Aber da siehst du ja, dass Borotoy hat mir den Arsch gerettet. Ja, also. Ja, vor allem das war Deko. Ich habe das aufgenommen, wie du von wirklich von ihm aus gesehen, wie du rechts von ihm hinten ankamst und mich einfach runtergeholt hast und er es nicht gecheckt hat, der hat es auch nicht gehört, weil das hört man ja auch irgendwie, ne? Oh mein Gott, das war mega geil, war das. Das war cool, ja, auf jeden Fall. Der mega geil, mega ich, gut. Irgendwas musste ich ja machen, keine Ahnung. Ich war dann, dachte ich mir, und dass er eben halt generell auf diesen Diabolik-Status, wie er runtergefallen ist, ey, das war dann auch gleich so gut, ne? Ja. Boah, ich hab dich runtergeholt und dann war er direkt unten. Ja. Boah, Gott, hatten wir ein Schwein, Ja. Ah, die Dwights, ne? Na, aber auch Borrowtime, ne? Borrowtime war jetzt auch nicht schlecht. Also, es hilft schon, ne? Also, wurde das jetzt eigentlich verlängert? Ich weiß nicht, irgendwas stand in den Patch. Ich hab das Gefühl, dass es ein bisschen verlängert wurde.
Vielleicht irgendwas stand in den Patch Notes, scheiße. Ich muss mir das anschauen. Ich lese mir das immer nie durch. Ja, ich überfliege es mal so ein bisschen. Ist genauso oft wie bei LOL, ne? Ja. So die ganzen Patch Notes, so, die lese ich mir eigentlich ja nicht durch. Keine Ahnung. Sollte ich mal machen, so. Nee, das sollte man wirklich machen. Ich bin ein bisschen, das Ding ist, bei mir ist es immer so ein Zeitfenster. Ich habe so ein Zeitfenster und sage, okay, ich bin jetzt am PC, jetzt möchte ich gerne aufnehmen, weil das ist jetzt auch erstmal das letzte Spiel, so für jetzt, weil ich gleich nochmal mit meiner Mutter telefoniere, ein paar Sachen abklären muss. Und dann sag ich mir immer so, okay, das mache ich jetzt. Da habe ich meistens keine Zeit, mir das durchzulesen. Und dann, wenn dann schon spät abends ist, dann möchte ich mir jetzt auch gar nicht durchlesen. Dann möchte ich einfach Spaß spielen, ne? Ja, genau. Ja, auch einfach, ich weiß nicht, lesen. Also ist ja eben halt auch nicht so wichtig, irgendwie, keine Ahnung. Ja. Ja. Oh, Deko, wir sind zusammen. Vor allem, das kriegt man ja dann irgendwann mit, so. Das war mit Borrowtime, Alter, so ganz erschreckend. So, ich so, hä, ich hab den, wo Borrowtime einfach... Deko, lass zusammenbleiben. Das ist ein Vierer, ja. Ja. Cool. Wo Borrowtime eben halt unten war. Mhm. Also wo sie runter genervt haben. Die haben Dingens. Boah, da hat mich so gewundert, ne? Mhm. Das ging vor allem so, das geht so schnell. Aber okay, ich kann schon verstehen, dass Borrowtime ein bisschen OP ist. Aber was willst du denn gegen Killer machen? Wobei, wir haben es jetzt auch gerade geschafft. Was willst du gegen Killer machen, die campen, ne? Ach, scheiße. Oh, Deko, Mann, dein Ernst? Nein, ich wollte direkt... Ich will direkt diesen Dings treffen, Mann. Ist so nervig. Ich suche gleich dieses Totem, ey. Das ist so nervig. Mhm, guck mal, wir sind die Einzigen, die jetzt noch hier geblieben sind. Das ist so nervig. Ich will unbedingt diesen kurzen Fähigkeitscheck treffen. Deswegen. Ich hab dir bestimmt ein bisschen Angst gemacht. Die haben sich bestimmt gedacht, oh Mann, was ist denn das für ein Morgen? Was ist das für ein Noob? 25 Spielstunden wahrscheinlich. Ja, ja. Was mir immer hilft, auf- und abzusteigen, also hoch, runter. Ja, ja, da habe ich auch schon gesehen, so wie einfach jemand die ganze Zeit so da saß. So. Ja, das mache ich jetzt auch gar nicht die ganze Zeit, das geht voll gut. Mach das mal. Ja, aber es geht ja, das Ding ist, ja, okay, ist halt ein bisschen betucht. Ne? Oh, hier ist der Keller, ne? Warum ist der betucht? Ja, willst du... Warte mal, komm, geht er zum Keller? Warte. Geht er hier lang? Geh. Fuck! Hat er ihn losgelassen? Weiß ich nicht. Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Ich weiß nicht. Ja, lol. Ah. Ich glaube, er ist zurückgegangen. Ja, der jagt die jetzt. Ich kann nicht heilen, ich hab doch Dingens. Mann, warum klappt das denn? Die Hexe ist zu klein. Du hast dich schon so darauf eingestellt, wo was ist, ne? Ja, ne, wenn die Hexe so klein ist. Ja. Aua! Mann, jetzt komm mal runter! Scheiße, Taschenlampe kaputt. So, ich will alles... Oh Gott. Okay, sind keine Fallen. Ihr schreckt mich bestimmt gleich richtig. So, ich möchte jetzt gerne die Kacke hier kaputt machen. Okay, ich hol sie runter. So gleich die Tote nervt mich total. Okay, ich glaube, sie hat eine Falle hingelegt. Wie soll es auch anders sein? Ist die Hexe. Eine richtig gute Hexe. Wie gesagt, so immer drei Fallen. Oh Gott. Sie hat's geschafft. Du machst es nie. Du spielst ja auch die Hexe kaum. Ja, ne, ich... Och, letzten Malen habe ich die Hexe aufgespielt. Echt? Hm. Und da lege ich nie Falle. So, jetzt, ich komme da hin. Du musst ja hin krabbeln, ne? Ja, ja. Ob der andere Typ das auch weiß? So, mein Freund. Ey, ich hab den Totem gefunden. Nice. Okay, er hat mit der Taschenlampe das Ding ins kaputt gemacht. Oh, er macht alles kaputt. Cool. Was ist hier drin? Soll ich dich heilen? Nee, soll ich nicht heilen. Alles klar, dann heil ich da selber. Immer diese
Punkte geil. Leck doch fett, hat meine Mutter mal gesagt. Wie bitte? Dann leck doch fett, hat meine Mutter mal gesagt. Dann leck doch, nee, kenn ich nicht. Oder kennst du die Sprüche, wenn du fragst, was zu essen gibt, sagt deine Mutter einfach Stundenbrot. Ja, das doch, das hast du schon erzählt. So, Mama, echt? Hast du eine mit einem Brot drauf oder was? Schmackofatz. So vorstellig. Sehr nahrhaft, ja. Okay, eigentlich muss ich sie ja holen, ne? Okay, ich gehe, ich laufe. Ich bin hier auch in der Nähe. Ich weiß nicht, ob du jetzt runterholen willst, ja, oder soll ich das jetzt mal schnell machen? Nee, ich mach das, ich bin da. Hat sie eine Falle gelegt? Ja, ich denke schon. Ah, die kommt nicht wieder, ne? Nee, jetzt liegt sie in der Falle. Ich will kein Borrowtime einsetzen, jetzt geh doch mal weg, ah. Noch ein bisschen Zeit hast du, ne? Ja. Süße, bücken. Bücken, Süße. Bücken. Och Mann, ey, ja gut, die. Ja, ach, ist das eine. Boah, ja, ich bin tot. Boah, die hat sich nicht gebückt, ah. Gott. Gott. Was ist mit ihr? Ich weiß ja nicht, was für einen Rangbereich wir hier spielen, ne? Aber wie ist auch keiner, ne? Irgendwie. Ja. Also nicht viele. Irgendwie, keine Ahnung. Sie macht direkt vor mir eine Falle. Na, drei Fallen, oder? Eins. Pass auf. Oh, nee, das bist du ja gar nicht. Eine Falle nur? Ja, ich habe eine Falle direkt vor mir. Nur eine? Ja. Dann ist es keine müde Nurse. ist keine müde Hexe. Oh, ich liebe dieses Perk, ne? Ja. Sie geht zur Scheune. Kriechen. Ich weiß. Komm mit. Schnee. Hopp, hopp. Komm. Boah, ich brauch den Perk. Komm. Kann sein, dass hier noch irgendwo. Ja, komm. Nicht da lang, hier lang. Jetzt solltest du aber irgendwie. Ach Mann, ja. Ich bin hinter dir. Ich bin immer noch hinter dir. Jagt sie mich jetzt? Aua, ja. Hier ist noch eine Palette. Okay, ich hab gerade keine Ahnung. Oh, oh. Scheiße. Oh! Ich kann dich gleich holen. Also, bis. Scheiße. Ganz ehrlich, wenn die andere gleich nochmal angehittet wird, ist mir egal. Oh, Scheiße. Wo ist denn hier irgendwas? Oh Mann, warum ist hier nie irgendwas, wenn ich irgendwo langlaufe? Ich denk mal, der Typ oder die anderen, die haben alles Grace. Also, ich weiß es natürlich nicht. Ich schreib da einen gleich auf jeden Fall was. Scheiße. Lass mich doch in Ruhe, warum? Warum willst du mich? Oh Baby! Scheiße! Oh Baby! Ja! Hat die jetzt eigentlich überhaupt ein BH an? Ich warte, warte, gar nicht machst du. Deko. Mhm. Wir schaffen das. Nice. Gehen wir weg oder bleiben wir hier? Na, mach weiter. Ich fühle mich gerade so wohl hier. Botanisches Wissen ist schon nicht schlecht, ne? Ja. Näher ist das nicht, Mac. Muss man komplett auf Heiler machen. Ja. So, wir schaffen das botanische Wissen dann noch mit einer Heilungsdings, der Wumster. Was gibt's denn da noch? Ich brauche auf jeden Fall Einfühlungsvermögen, damit ich die auch sehe. Hm. Und das hier. Was auch noch? Was denn? No. Ja, das ist auch geil. Okay. Scheiße, wir brauchen noch zwei Generatoren, das ist kacke. Da hinten ist noch einer. Ja. Die schaffen wir. Da kriechen wir mal hin, wa? Hier ist. Oh fuck. Was? Warum hat die mich gesehen? Nein, warum hat die mich gesehen? Oh fuck. Ich weiß nicht. Oh, hier ist gar nichts. Entschuldigung. Manu, und hier ist auch was?
Scheiße, und hier ist auch was. Boah, ich hasse das, wenn die Cordelia kommen, dann stockt es irgendwie so bei mir komisch. Ich geh mal weg. Ja. Sie hebt mich auf? Ja. Mann, die auch alle einfach alle Killer hier eiserne Griffe haben, Mann. Ich spiele damit schon ja nicht mehr. Kannst du dich befreien? Nö, aber beinahe. Also hätte mich jemand mal geblockt oder so, dann hätte ich mich befreien können. Die Scheiße, ich muss Borrow Time einsetzen für ihn. Ich weiß nicht genau, ob es mir wert ist. Ja, die verfolgt dich halt. Ey, Baby da vorne, helf mir doch mal. Ach, Manu, bitte. Fuck, ist so doof. Ja, da ist auch gar nichts. Du kannst eben das erstmal nur in. Ach, Scheiße, da ist wirklich gar nichts. Versuch die Drehung. Guck dir zu. Jo, ne, ich häng mal hier so eine Weile ab. Ja, können die dich nicht retten? Ne, die eine macht da einen Generator. Und der eine kommt jetzt so. Nein, Scheiße. Ja, das Team ist jetzt nicht so ja, Bombe. Ich hoffe, die da hinten ist gleich da mit einem Generator fertig, aber die will auch gar nicht helfen, ey. Nee. Ja, die macht erstmal. Mach erstmal ein Tor. Was, hast du dich liegen lassen, oder was? Ja. Um mich zu jagen? Was? Warum? Was habe ich dir getan? Ach, warum? Jetzt willst du unbedingt ihn töten, oder wie? Oh. Anscheinend. Oh, es ist gemein. Und ich bin tot. Tut mir leid. Ja, schon wieder. Scheiße. Ja, lässt du dich da fallen, um mich extra zu töten? Oh, das finde ich fies. Jetzt fühle ich mich ein bisschen gemobbt, ne? Ohne Scheiß. Ich bin jetzt ein bisschen eingeschnappt. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Boah, die Nähe, also ganz ehrlich, die Nähe finde ich ganz schlimm. Mann. Dabei versucht, man dann zu helfen, weißt du? Ja, ist wirklich so. Hat man ja auch, weißt du, die kam weg und die hat echt nicht gut gespielt. Wo kommt die denn? Keine. Naja, 75 Stunden. Egal. Hast du sie jetzt rausgeschafft, oder? Ja. Ja, immerhin. Oh Mann. Okay. Ich dachte, das wäre etwas gebracht. So, ist die Nähe noch da? Keine Ahnung, sieht man hier auch nicht. Ja, das ist kacke, Mann, ne? Mann, kommt die extra denn nur zu mir, um mich zu töten? Ist sie noch da? Ne, ich glaube, die ist weg. Ja, die ist weg. Ja, ich glaube, die ist nicht mehr da. Ja, die ist nicht mehr da, egal. Ja, bringt das auch nichts. Egal, naja. Macht da einfach. Mann, sehr blöd, Alter. Die hing da voll lange. Nee, hätte irgendwie was machen können. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Also irgendwie war. Also die ersten beiden Spiele fand ich super. Das letzte Spiel war jetzt hier, weiß ich, die war. Das war. Keine Ahnung. Halt, es ist halt unnötig, wenn man. Das ist jedes Mal das Gleiche. Also nicht jedes Mal, aber meistens ist es so, du hilfst jemandem, du opferst dich dann auf und dann zack, machen die nichts. Oder. Kriegen das nicht hin oder was auch immer. Aber ich habe das Ritual erfüllt. Aber 75 Stunden hast du gespielt. Also. Ja, okay. Gut, trotzdem, ja. Ja, stimmt schon. Ich habe ein neues Ritual bekommen.
Strecke als Kannibale einen Überlebenden sechsmal mit deiner Kettensäge. Woo! Also wirklich, ich habe jetzt, sechsmal geht aber. Ja. Halt mit dem Kettensägenmann, mit dem Heli, genau, oder? 15. Ja, ach, schauen wir mal, was gibt's denn im Schrein? Das wollte ich noch freischalten. Ja, mal gucken, ob ich das halt schaffe. Stridor. Hab schon gibt's nicht freigeschaltet. Gibt's ja nur Killer Perks gerade, ne? Ja. Nee, Eisener Villa gibt es noch. Stimmt. Hast du die geholt, oder? Das habe ich schon. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Tschüss.